Der Wolf ist auch im Schweriner Landtag bereits angekommen. Die Population der Tiere wächst um mehr als 30% pro Jahr und bereitet den Weidetierhaltern im Land große Sorgen. Die Angst vor weiteren Wolfrissen und ein unzureichendes Management seitens des Umweltministeriums führte rund 50 Vertreter aus der Landwirtschaft am 22. April nach Schwerin. Sie fordern einen besseren Schutz und eine Bestandsregulierung der Wölfe. Wir sehen das so, dass wir zu einer Bestandsobergrenze kommen bei der jährlichen Entwicklung von 30% Bestandszunahme des Wolfes, dass wir zu einem festgelegten Wildtiermanagement kommen in dieser Richtung, dass wir zu einer Entnahmeregelung kommen, wenn entsprechende Risse in unseren geschützten Bereichen stattfinden. Das ist unser Anliegen. Laut Dr. Leberecht ist es für die Weidetierhalter kurz vor 12. Mehr als 400 Tiere in MV sind im vergangenen Jahr Wölfen zum Opfer gefallen. Darunter sind Mutterschafe, Lämmer und Kälber. Umweltminister Dr. Till Backhaus stellte einen Leitfaden für eine bundesweit einheitliche und rechtssichere Entnahme von Wölfen vor. Dieser wird unter allen Umweltministern der Länder diskutiert.